Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 4 des Gothic Let's Plays mit mir, eurem Helmart. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was haben wir gemacht in den letzten Folgen? Wir sind angekommen in Myrtana, haben ein Dorf gesehen, was versklavt wurde. Das haben wir befreit von den Orks. Sind Gorn gefolgt Richtung des Rebellenlagers, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und dann haben wir in der letzten Folge 3 die zwei Ork-Patrouillen zerschlagen, die dem Rebellenlager gefährlich nahe gekommen sind. Heute wollen wir mal gucken in der Folge, ob es hier vielleicht doch noch irgendwelche andere Aufgaben gibt, die hier zu lösen sind. Und wenn nicht, werden wir uns dann Tatsache heute noch nach Khabdun begeben. Aber erstmal gucken wir, ob wir hier vielleicht dann doch nochmal einen finden, mit dem wir reden können. Lass mich nachdenken. Der uns hier nochmal den ein oder anderen Auftrag gibt. Was ist mit Joey? Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Aha. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Ah. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Arena-Kampf? Warum nicht? Dann kämpfe mit mir in der Arena. Auf geht's. In Ordnung, aber wir sehen uns in der... Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Bleib dran! Das kann doch nicht wahr sein! Da ist er tot. Joey hat's auch nicht geschafft gegen uns. Jawohl. Wir sind die Größten. Wir sind die Größten. Na, steht er wieder auf? Mal gucken. Achso, in der Truhe war ich schon drin. Ha. Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Das ist der Nächste, der sagt immer auf die Kleinen. Erst der dicke, große Cliff, unser neuer Schmied. Was denn, sein Schwert will er wohl nicht mit? Ach ne, sein Schwert hat er schon. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Ja, da haben wir doch noch was, sogar noch was gekriegt, dass wir ihm aufs Maul gehört haben. Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Na dann, haben wir doch schon mal den Ausweg von Viechern freiräumen. Das ist Wahnsinn, Mann. Du solltest dich vorher gut vorbereiten. Na, ich hab ja jemanden, den ich mitnehmen kann. Achso, ich könnte ihn ja nochmal fragen, ob das eine Mine ist. Ist das hier eine ehemalige Mine? Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden. Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Die Höhlenviecher. Wer kennt sie nicht? Die Höhlenviecher. So, wo ist denn unser Kopper? Wo ist denn der? Da. Steh auf, du faule Sau! Komm mit! Komm mit. Los geht's. Mein Tisch quietscht. Warum macht er das? Wenn ihr mir sagen könnt, warum mein Tisch quietscht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Andernfalls, wenn ihr das nicht wisst, dann schreibt einfach rein, was ich denn mit diesem Charakter machen soll. Entweder Söldner. Oh. Oder Rebell. Sollte ich keine Kommentare bekommen haben diesbezüglich, muss ich das leider alleine entscheiden. Ihr seht schon, ich werde auch immer besser mit dem Bogen. Komm, jetzt mach den doch immer fertig, Mann. Ist es denn nur so schwierig oder was? Oh. So, das war's mit dir, du Mist. Oh, was ist er denn? Ein Varan. Daneben geschossen. Getroffen. So, das wäre erledigt. Jo, hier gibt's Truhen, die wir erstmal plündern können. Mal gucken, was wir hier so finden können. Abgebrochen. Toll. Vorführeffekt, ne? 30 Pfeile, Schlaf ist immer gut. Blitzschlag, ja, Licht. Naja. Noch eine Truhe, mal gucken, was hier drin ist. Ein Teleportstein hierher nach Redok. Sehr schön. Das heißt, ich muss dann nicht immer nach Hause laufen. Also hierher, ne? Ist da sonst noch irgendwas zu holen? Hier ist noch ein Pfeil von mir.
Ich habe 2 Pfeile verschossen. Kriege ich von ihm hier was? Nein. Ein rostiges Schwert, hinten liegt noch ein Pfeil, den nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal, was hier oben noch so kommt, ob hier noch ein paar mehr Goblins kommen, weil Goblins sind jetzt nicht wirklich so starke Gegner. Noch so ein Vieh. Oh, was ist jetzt? Kurz ein Lecker habt im Spiel? Keine Ahnung wieso. Jetzt lauf mir ja nicht in Schuss, du Idiot! So, das war's mit dir, du Mistvieh! Ihr merkt schon, ich bin sehr konzentriert. Oh, jetzt kommen hier mehr Leute. Oh, jetzt kommen hier mehr. Wie sind das? 1, 2. Hoffentlich nur 2. Ja gut, so stark sind die jetzt nicht, ne? 3! Oh. Ja, jetzt wird's ja schon lustig. Ein Mistvieh weniger. Du darfst hier gerne hinterher rennen. Alter Mann, du Vollidiot! Die laufen an dir vorbei und du machst nichts. Du bist mir eine tolle Hilfe, echt. Da kann ich auch gleich alles alleine machen. Vollhorst. Mann, Mann, naja, es ist halt auch schwierig. Damals schon schwierig gewesen, zur Zeit von Gothic 3. Damals vor allen Dingen, ne? Gutes Personal zu finden und es hat sich bis heute nichts geändert, ja. Oh, hier ist eine Truhe. Zu schwer. Toll, die kann ich natürlich nicht aufmachen. Korb, was ist da? Schlange oder was? Feuerball. Mm-hmm. Für einen Krieger wie mich ist so eine Spruchrolle ganz gut. Höhlenabzweig. Natürlich ein Varan. Alter, ich schieß drüber, oder was? Ich find's ja doch cool, dass er nicht immer sein Schwert zieht, ne? Das hält er nicht für nötig. Ach, hier ist wohl nicht mehr drin als das Vieh. Ja, naja, gut. Macht jetzt nix. Soll unser Schaden nicht sein. Oh, ich sehe einen Minecrawler. Das sieht zumindest aus wie ein Minecrawler. Ja, das war klar. Eieiei. Die Viecher waren schon immer in Teil 2 schon ganz schön gefährlich. Er schafft's, jetzt hat er es geschafft. Ein Mistvieh weniger. Und den Auftrag ausgeführt, jawoll ja! Dann kann er wieder zurücklaufen, viel gemacht hat er eh nicht. Die schwere Truhe kann ich sogar aufmachen. Ein Assassinenmesser vergiftet, hat aber nur Schaden 35. Ja gut, jetzt ist natürlich wieder die Frage, gell? Was passiert? Ich habe ja nur ein Schwert mit 50. Das sind 15 weniger hier. Was passiert? Denn wie stark ist denn diese Vergiftung? Verwandlung in einen Wolf. Cool. Und Erz gefunden. Das ist ja wirklich cool. Ich gehe jetzt mal hier oben raus. Mal gucken, wo ich da hinkomme. Auf jeden Fall ist hier stockramste Nacht. Ihr merkt schon, ich gehe ein bisschen vorsichtig raus. Man will ja auch nicht... Oh, hier gibt es auch noch was zu holen. Gold, Schaufel. Ich will ja auch nicht in irgendeinen Feind reinrennen. Eine Hake. Eine Münze. Ein Messer. Eine Kelle. Dann sagen wir Hammer. Bürste. Schmiedehammer. Dann sagen wir was... Was hatten die denn vor hier? Hier ist auch nochmal Gold. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich bin. Kurz hier orientieren. Da ist Licht. Ah! Ich weiß, wo ich bin. Das ist das Bauernhaus, wo wir die eine Ork-Patrouille zerschlagen haben. Ich habe auch gestern gesehen, ich habe sogar noch ganz und gar noch was vergessen, in dem Bauernhaus mitzunehmen, denn hinter dem Stuhl von diesem Anführer der Patrouille liegt Tatsache noch irgendwie ein Schatz.
Und den habe ich gestern vergessen mitzunehmen. Da habe ich gar nicht hinten dran geguckt. Das kann ich natürlich so nicht auf mir sitzen lassen. Das muss ich natürlich noch holen. So, der kann hier auch nur verkaufen. Kann dir doch egal sein. Man muss eben gut, wir haben jetzt nicht wirklich viel zum Kaufen und Verkaufen. Bastardschwertstärke 180. Als wenn das so einfach wäre. Ich könnte ja eigentlich mal so ein Breitschwert. Da bräuchte ich halt aber auch echt ein Wolfsfell dazu, ne? Für ein Breitschwert. Weil ein Breitschwert schmieden kann ich ja schon. Achso, ich habe ja hier gerade gesehen. Ich habe ja hier noch einen Ring der Ausdauer. Schutz vor Eis. Ja, ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier auf irgendjemanden treffen, der Eiszauber anwenden wird, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Kette. Und wir haben das Gefühl, besser geschützt zu sein. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich erinnere, war es das sogar schon, was es hier an Quest gab. Ich gehe jetzt extra nochmal runter und gucke. Ich springe jetzt einfach mal auch hier auf das Dach. Einfach um diesen Umweg nicht mehr zu machen. So. So. Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann! Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke! Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. 500 Gold? Zeig mir. Danke, Alter. Rezept scharfer Pfeil. Dazu brauche ich Zähne, so wie das aussieht, und Pfeile. Ja, genug Geld habe ich ja. Das nehme ich mit. 140 Jagdgeschick, da kann ich ja bald auch einen besseren Bogen verwenden. Das nehme ich mit, Geld habe ich. Das soll jetzt unser Schaden nicht sein. Und den Rest hier hatte ich ja schon angequatscht wegen Aufträgen. Mehr haben sie ja nicht für mich. Ja, dann sind wir doch hier unten, so wie es aussieht, schon mit den Aufträgen durch. Weil von dem Rest habe ich sie gemacht. Der hatte nichts für mich. Dieser komische, tolle, gut gelaunte Händler. Bei dem war ich auch durch. Der hatte auch nichts mehr. Ja, meine Freunde, da würde ich doch sagen, sind wir dann doch endlich auf dem Weg nach Khabdun, um den Orks mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Nämlich immer hinterm Ohr. Ein Schem, wer anderes dabei denkt, ja? Wer Böses dabei denkt, ihr wisst schon. Ich wollte doch mal hier in die Kiste gucken, aber da speichere ich lieber nochmal ab. Sowieso mal abspeichern hier. Hab ja lange nicht abgespeichert. Die ganze Höhle haben wir ohne Speichern verbracht. Ich bin so mutig. Ich bin quasi Chuck Norris, so mutig bin ich. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so. Möhrekelle. Alles, was das Herz begehrt. Gucken, ob wir hier noch uns hier an das Lagerfeuer vielleicht noch ein bisschen Fleisch braten, wenn da noch was übrig ist. Wir sitzen hier Seite an Seite mit Gorn, unserem alten Freund. Wir haben kein Fleisch dabei, also stehen wir wieder auf. Schade. Tja, da haben wir ein. Dann würde ich sagen, erstens ist es dunkel, wir brauchen ja erstmal eine Fackel, um auch das mal zu sehen, wie das aussieht. Und ich finde, diese Lichteffekte sind wirklich schön gelungen. Erstens sehen wir hier über der Fackel so ein bisschen, wie es heiß ist. Also die Hitze sehen wir schon, wenn wir jetzt hier so gucken im Baum. Sehen wir schon ein bisschen Hitze flackern. Das finde ich extrem cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, dass jetzt hier die Flamme nicht so ganz auf der Fackel ist, aber das macht jetzt nichts. Verdammt, das ist ja noch falsch gelaufen, ich Ochse. War alles geplant. Ist alles geplant, was hier passiert übrigens. Ich habe vorher ein richtiges Skript geschrieben, was wann wo passieren wird. Also ich überlasse hier nichts dem Zufall. Hier wird, ne? Auch, dass ich hier gegen die Orks hier drüben dreimal gestorben bin. Das war alles so durchdacht, damit ich die Folge voll kriege, ja. Nein, natürlich nicht. Ein Huhn. Das möchte ich jetzt bitte töten. Weil auch ein Huhn gibt 10 Erfahrungen. Genauso wie eine Fleischwanze. Und immer, wo ich die Viecher sehe. Oh, lol! Ich würde sagen, heute gibt es Grilled Chicken zum Armbrot. Haha! Huhn! Fleisch! Fleisch!
Fleisch und da hinten war nochmal Fleisch. Wo ist das Hühnchen? Da. So, und jetzt gab es hier, wie gesagt, noch hinter der... Ja. Da liegt es nämlich noch. Nein, du setzt dich nicht hin, du nimmst jetzt hier das Gold mit. Da war nämlich noch eine Schatulle und etwas Gold und sogar noch mehr Gold. Sehe ich gerade. Habe ich jetzt alles? Ja. Und das kann ich natürlich nicht liegen lassen. Ich sehe schon, da hinten ist wieder Licht, da sind noch mehr. Dort gibt es also noch mehr Einwohner. Wir gehen jetzt hier aber natürlich mal hier weiter erkunden. Wir gehen jetzt... Sehe ich das richtig, dass da unten Licht brennt? Ja, da unten ist ein Lichtkegel. Da gehe ich doch erstmal hin. Ja, da hinten ist ein Lichtkegel. Ich habe mich nicht verguckt. Schade, dass ich aus der Ferne mehr sehe als aus der Nähe. Tatsache. Eins. Es ist auf jeden Fall ein Mensch. Hoffentlich sind es Rebellen. Die uns wohlgesonnen sind. Natürlich nicht. Banditen. Leichter Bandit, leichter Bandit. Eins, zwei, drei leichter Banditen. Und ein Bandit, die scheinen zu schlafen, so wie es aussieht, oder was? Was ist das denn? Was wird jetzt hier? Warum treffe ich ihn denn nicht? Ich treffe ihn nicht, oder was? Kann ja jetzt nicht sein. Oder ist das nicht der, der da hinten sitzt? Das gibt's ja jetzt nicht. Jetzt habe ich getroffen. Zusehen, dass ich hier hinter den Stein komme, dann kann er mich nämlich nicht treffen. Und du lässt mich bitte in Ruhe mit deinem scheiß Bogen. Da habe ich wohl mal die Banditen überfallen. Also, mich haben sie auf alle Fälle nicht kommen sehen, würde ich sagen. Ha! Ja, meine Freunde, ne? Ehrlichkeit währt am längsten. Sehr schön, sehr schön. Natürlich haben wir ein bisschen... Oh, Warenlieferung. Natürlich haben wir hier auch ein bisschen Blut gelassen. Waffenbündel. Sehr schön. Vor allen Dingen, die haben hier halt auch echt auf dem Fußboden geschlafen, ne? Die Dämmerung bricht herein. Es wird langsam Tag. Der Mond geht unter. Ist ja hinten oder irgendwann die Sonne mal aufgehen. Also hat mich mein Adlerauge doch nicht getäuscht. Es war Tatsache ein Lichtkegel, der geschienen ist. Ich fand's halt eben doof, dass du aus der Ferne den Lichtkegel besser siehst als aus der Nähe. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber naja, Herrgott. Ich habe den ja auch nur durch Zufall gesehen, beziehungsweise indem ich meine Kamera ein bisschen gedreht habe. Ich habe auch festgestellt, ich komme die Berge viel schneller hoch, wenn ich springe. So, dann gehen wir doch jetzt mal zu der Hütte da hinten und wir sehen schon da, am Horizont ist ein Turm. Da. Und da wollen wir hin. Hungriger Wolf.
2. Ob ich mir das jetzt so gut überlegt habe? Ja, habe ich. Natürlich habe ich mir das gut überlegt. Ich hatte, wie gesagt, wie ich schon in vorigen Folgen erwähnt habe, ich habe zu jeder Zeit alles unter Kontrolle. Was ist denn jetzt hier gerade? Die Hirsche lassen wir doch jetzt mal in Ruhe, die lassen wir jetzt wirklich mal am Leben. Und dann gucken wir mal, wer hier drüben so wohnt, beziehungsweise schläft. Vielleicht könnten wir da in die Bude einsteigen. Genau, ich schleiche mich einfach mal in die Bude rein. Das ist eine gute Idee. Jens. Hallo Jens. Den Jagdbogen habe ich ihm jetzt schon mal abgeluchst. Es ist schön, dass der schläft. Finde ich gut. Gefällt mir. Und erst wenn ich alles habe, dann spreche ich ihn an. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ich will ins Dorf. Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Na. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Du kriegst Geld. Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Khab Dûn haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Warum kannst du mir nicht einfach gleich sagen, wie ich jage? Ist es denn nur schwierig, oder was? Ja, also ihr habt gehört, jetzt sollen wir für den Jäger auch noch die Wolfsfelle besorgen. Da ist ein Wolf. Noch ein Wolf. Toll, ey. Vor allen Dingen könnten wir jetzt die Felle schon abziehen, dann hätte ich... Scheiße. Nicht gut. Nein! Oh. Puh, das war aber knapp. Das war echt knapp. Na, wir könnten ja theoretischerweise auch mal einen Heiltrank trinken. Ist ja nicht so, dass ich keine habe, ne? So. Wieder ein paar Wölfe weniger auf der Welt. Das, meine Freunde, ist dann also Khab Dûn. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach mal ganz klar und deutlich direkt, da liegt zum Beispiel schon eins, direkt diese Wolfsfelle holen, beziehungsweise suchen. Da liegt noch eins. 10 Stück brauchen wir, 3 haben wir schon. Vielleicht liegen ja hier sogar noch mehr rum. Wenn hier 11 rumliegen in dem Dorf, wäre das sehr, sehr geil. Weil dann könnte ich nämlich direkt mal mein Breitschwert schmieden. Um zu gucken, ob das dann vielleicht stärker ist. Muss jetzt nochmal 5 gewesen sein, ne? Ich rede jetzt hier auch noch mit keinem. Ich will einfach erstmal nur diese Wolfsfelle haben, um dann wirklich direkt erstmal zu lernen, wie ich dann die Tiere ausnehme, etc., damit ich da schon mal ein bisschen... mehr auf Lager habe, weil ich ja nicht weiß, was jetzt hier noch so auf uns zukommt. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch noch eins. Ich brauche Wolfsfelle. Hast du ein paar Fälle für mich? Ja, hier hinten liegt noch eins. Da ist auch noch eins. Hier sind umgelegen 2. 2, 2, 2, 2, 2.
zwei Fälle. Na komm, komm. Wie viel haben wir jetzt? 13 Wolfsfälle. Das reicht auf alle Fälle für den Auftrag. Und für unser Schwert. Hier steht ein Schleifstein. Hat der auch eine Schmiede? Oh nö, jetzt auch nicht. Der hat keine Schmiede hier. Da unten steht ein Kochtopf. Ja, sieht nicht so aus, als hätten die hier eine Schmiede. Tolle Wurst. Was ist denn das für ein Kackdorf, ey? Hier hinten vielleicht? Auch nicht. Was ein Scheißnest. Die haben nicht mal eine Schmiede. Na toll. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal Kapdun gesehen. Und wir haben hier die Wolfsfälle gemacht. Das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Und 10 Rufpunkte in Kapdun. Sehr gut. Ich sicher einen guten Das kommt Preis. Uns bestimmt zugute. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Ja, bring mir bei, wie ich jage. So. Jetzt wollte ich doch, wie nehme ich dich in das Fell ab? Dazu bist du noch nicht bereit. Lautloser Jäger und 23 Punkte. So, also machen wir mal 5. 10. Nur. 15. 20. Komm, wir machen 25. Aha. Lautloser Jäger. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Wahrscheinlich ist es das. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Lautloser Jäger, jawohl. Also können wir jetzt hier das Fell abziehen. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Krallen und Zähne. Zeig mir, wie ich den Kann ich auch, Zähne, sehr schön. Das heißt, ich kann dann jetzt bald meine eigenen scharfen Pfeile herstellen. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. Sehr, sehr schön. Verbleibende Punkte 36. Da habe ich ja noch einiges. Ich möchte meinen Umgang mit dem Bogen verbessern. 3500 Goldstücke. Das ist natürlich eine ganz schöne Masse. Habe ich so viel noch? Gerade so, aber dann habe ich gar nichts mehr. Ich würde sagen, ich warte einfach noch. So, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall schon wieder eine Folge geschafft. Eine halbe Stunde ist gleich schon wieder um. Wir waren schon in Kapdun, da gehe ich jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall gleich wieder hin. Gucken, was es da zu tun gibt. Wir können jetzt auch auf jeden Fall schon mal Tieren das Fell über die Ohren ziehen. Kann ich das jetzt hier bei dem Vieh noch machen? Nee, schade. Wir können jetzt Tieren schon das Fell über die Ohren ziehen und Zähne herausnehmen und so ein Zeug. Das heißt, wir können dann auch bald... Wo steht denn das? Hier. Wir können dann auch bald scharfe Pfeile herstellen. Dazu braucht man nämlich... zwei Pfeile und einen Zahn. Das heißt, wir haben dann meinetwegen von 250 nur noch 125 Pfeile, wenn ich jetzt so viele Zähne hätte. Aber das macht nichts. Die haben dafür einen Geschossschaden von 35. Die sind auf jeden Fall, die hauen auf jeden Fall schon viel, viel mehr rein. Ich würde sagen, wir belassen es die Folge dabei. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht zu kommentieren, ob ich für die Söldner, also für die Orks oder für den König arbeiten soll. Schaut das nächste Mal wieder rein. Danke, dass ihr dabei wart. Und haltet euch auf dem Laufenden, wann die neue Folge rauskommt. Auf Facebook wird es immer geteilt. Oder abonniert einfach unseren Kanal, um dann vielleicht, wenn es euch gefallen hat, nochmal neu reinzuschauen. Ich danke euch fürs Zugucken. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.